Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wie sicher ist es noch in Südtirol? Am Wochenende haben in Bruneck zwei Gruppen von Albanern auf offener Straße sich eine Schlägerei geliefert nach einem nächtlichen Lokalbesuch. Aktuell herrscht auch große Aufregung und Unruhe im Überetsch, in Bozen und auch in Brixen wegen einer Einbruchsserie. Hat Südtirol also tatsächlich ein ernsthaftes Problem mit der öffentlichen Sicherheit? Genau darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Bevor es losgeht, führt uns Kerstin Abraham in das Thema ein. Bei der Eröffnung des Gerichtsjahres in Trient wurden neue Zahlen zur Kriminalitätsrate in der Region veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Einbrüche in Trentino-Südtirol im vergangenen Jahr um rund 10% gestiegen. Diebstähle machen nach wie vor die am meisten begangenen Straftaten aus. In Südtirol kommen auf 1000 Einwohner rund 33 Straftaten. Zum Vergleich, italienweit sind es 41 Straftaten je 1000 Einwohner. Also lebt es sich verhältnismäßig sicher in Südtirol, oder doch nicht? Aktuelle Einbruchserien in Brixen, in Überetsch und auch in Bozen scheinen dem zu widersprechen. Und dann sind da noch die Vorfälle wie der Überfall auf eine Juwelierin in Brixen oder der Mann aus Afrika, der in der Bozener Industriezone ausgerastet ist und nicht sofort von der Polizei besänftigt werden konnte. Und dennoch, im Vergleich zu allen begangenen Straftaten liegt Bozen auf dem 68. Platz von 106 Provinzhauptstädten. Ist Südtirol also doch ein sicheres Land? Oder zeigen gerade die jüngsten Vorfälle, dass sich die öffentliche Sicherheit in Südtirol zunehmend verschlechtert? Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Da haben wir also gleich schon einige interessante Informationen und Inputs für die heutige Diskussion erhalten. Und die heutige Diskussion, die führe ich mit zum einen Uli Meier, langjähriger Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen, und zum anderen Hans-Peter Staffler, Neo-Abgeordneter der Grünen im Südtiroler Landtag. Fein, dass Sie beide kommen konnten. Danke. Herr Staffler, ich muss Ihnen diese Frage jetzt gleich zu Beginn der Sendung stellen. Fühlen Sie sich noch sicher in Südtirol? Ja, natürlich. Ich fühle mich sehr sicher in Südtirol. Auch wenn es immer wieder solche Einbruchserien gibt wie momentan. Aber das sind so Phasen, die es natürlich gibt und die wir immer wieder erlebt haben. Aber Südtirol ist ein sicheres Land, was die Kriminalität betrifft. Es ist ein sozialsicheres Land und es lässt sich hier wunderbar leben. Es lässt sich wunderbar leben, diese Einbruchserien, das sind immer so Phasen, meint Hans-Peter Staffler. Herr Meier ist für Sie, Frau Meier, bitte. Frau Meier, Verzeihung natürlich. Frau Meier, ist für Sie Südtirol ein sicheres Land oder nicht mehr? Also ich denke, Südtirol wird Tag für Tag natürlich auch mit den Folgeerscheinungen einer unkontrollierten, ungebremsten Massenzuwanderung konfrontiert, einer Politik der offenen Grenzen. Es ist unbestritten, dass natürlich bei sehr vielen von diesen Übergriffen, die es Tag für Tag gibt, Einbruchserien, die von ausländischen Banden zum Großteil begangen werden, Diebstähle, die zum Großteil von Ausländern begangen werden, Übergriffe, Böbeleien und so weiter. Ich denke, schlichtweg das Gefühl natürlich hat sich verändert. Und es wundert mich nicht, wenn ein Mann sagt, er fühlt sich sicher. Zu mir kommen wirklich sehr, sehr viele Frauen, auch in letzter Zeit immer häufiger Männer, die gerade die Landeshauptstadt, den Bereich des Bahnhofs und so weiter als nicht besonders einladende Zone bezeichnen, sich unsicher fühlen und unwohl fühlen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Macht es sich Uli Meier da vielleicht auch ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt die Hauptschuld, sage ich mal, den Ausländern für dieses Gefühl der Unsicherheit gibt? Ich denke, man muss sehr wohl unterscheiden zwischen Kriminalität und Zuwanderung. Das hat jetzt ursächlich miteinander gar nichts zu tun. Es gibt Italiener oder Südtiroler, die kriminell sind, genauso wie es Ausländer gibt, die kriminell sind. Das ist halt in unserer Gesellschaft so, dass wir nicht alles weiße Schafe sind, sondern es gibt auch schwarze Schafe. Aber das ist das eine. Das andere ist natürlich, die Zuwanderung ist ja eine Sache, die wir ja auch forcieren. Wir haben ja eine Zuwanderung, die meisten Menschen, die hier leben bei uns, leben ja hier, weil es hier Arbeit gibt und weil unser Arbeitsmarkt diese Menschen anzieht.
Und ohne diese Menschen könnten wir unsere Wirtschaft gar nicht mehr so gestalten, wie wir sie brauchen. Und das muss man einfach auch berücksichtigen. Deswegen darf man das nie vermischen. Eines ist Kriminalität und das andere sind eben Menschen, die Migrationshintergrund haben und hier einer geregelten Arbeit nachgehen. Frau Mayer, Sie sehen, ich habe dazugelernt. Frau Mayer, das Innenministerium hat ja kürzlich auch die Kriminalitätsrate für 2018 veröffentlicht und demzufolge liegt die Hauptstadt Bozen auf dem 68. Platz von 106 Provinzhauptstädten. Also nicht im oberen Teil dieser Rangliste, sondern weitaus im unteren Teil. Betreiben Sie also hier ein bisschen auch Panikmache? Also zunächst einmal der Begriff Panikmache, mit dem habe ich ein großes Problem, denn es gibt in Südtirol sehr viele, die Opfer von Diebstählen wurden, die Opfer von Einbrüchen wurden. Und wenn darüber gesprochen wird, davon Panikmache zu sprechen, das finde ich gelinde ausgedrückt eine Frechheit. Es ist wichtig, dass offen gesprochen wird, dass Aufklärung betrieben wird, dass Information betrieben wird, dass Menschen auch eventuell präventiv auf den Ernstfall sich vorbereiten können. Hier ist Polizei, Karabiniere, Sicherheitsleute, die auch einen wertvollen Beitrag leisten. Wenn man Probleme lösen will, nützt es nichts, wenn man sie verschweigt. Das Schweigen, glaube ich, nützt immer den Tätern, niemals den Opfern. Folgedessen muss offen gesprochen werden. Und was die Zahlen des italienischen Innenministeriums anbelangt, die interessieren mich einen feuchten, ganz offen gesagt. Nein, das denn ist immerhin das offizielle Ministerium. Nein, denn man muss schon eines sagen. Ich glaube nicht, dass der Südtiroler Bürger großes Interesse daran hat, sich mit der Bürgerschaft unter Anführungszeichen im Süden Italiens zu vergleichen und so weiter. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gerade in Südtirol durch die ungebremste Zuwanderung, durch den Deckmantel, es sind ja Leute gekommen unter dem Deckmantel des Asyls, die keine Arbeit haben, die kein Bleiberecht haben, die wir aber alle hier haben, die auf der Straße leben. Wie überlebt man auf der Straße, indem man eben kriminell wird. Die Realität sieht so aus, dass wir sehr viele haben, die vom Drogenhandel leben, die von Diebstählen leben, die aus allen Zentren, weil sie eben einen negativen Asylbescheid haben, mittlerweile draußen sind. Auf der Straße überlebt man nicht anders und all diese Dinge dürfen nicht länger beschönigt werden und dürfen nicht länger verniedlicht werden. Und es hängt sehr wohl mit der Zuwanderung zusammen. Die ja gewissermaßen auch Ihre Aussage unterlegt, und zwar 40% aller Tatverdächtigen, Herr Staffler, haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Haben wir also vielleicht wirklich ein Sicherheitsproblem mittlerweile in Italien und damit auch in Südtirol? Sehen Sie vielleicht als Abgeordneter der Grünen einiges zu sehr durch die rosa Brille? Einerseits muss man unterscheiden zwischen der Wahrnehmung der Menschen und dem, was die Statistik zeigt. Also die Statistik ist da relativ klar, dass die Kriminalitätsrate relativ gleich bleibt, dass sich da nichts viel tut. Auch im Vergleich mit Österreich beispielsweise oder mit Wien. Wien ist ja die sicherste Stadt weltweit, wird sie immer wieder bezeichnet. Die Kriminalitätsrate in Wien ist höher als in Südtirol. Und das muss man einfach auch mal sehen. Also wir sind hier in einem mitteleuropäischen Kontext eingebettet und haben eigentlich eine ganz normale Situation. Was man natürlich dazu sagen muss, die Menschen, die von Ausland kommen, die Ausländer, die sind natürlich auch sozial in einer anderen Situation wie wir. Und da kann es natürlich schon sein, dass die sozusagen die unteren sozialen Schichten, und hier geht es um ein soziales Problem und nicht um das Ausländerproblem, es geht um ein soziales Problem. Die Menschen, die hier bei uns leben, müssen oft im Niedriglohnsektor arbeiten oder meistens im Niedriglohnsektor arbeiten, wenn es jetzt nicht EU-Bürger sind aus Deutschland, Österreich und sonst wo. Und hier haben wir einen sozialen Hintergrund und den müssen wir uns anschauen. Und hier ist der soziale Hintergrund wichtig zu verstehen, warum hier eventuell die Rate etwas höher ist als bei Einheimischen. Frau Mayer, Sie waren da jetzt nicht ganz einverstanden. Na, für mich hat Gewalt und Kriminalität nicht nur eine soziale Dimension, sondern vor allem eine ethnische und eine kulturelle. Es kommen ja massiv Menschen zu uns, die aus einem völlig anderen Kulturraum stammen, die völlig anders aufgewachsen sind, teilweise in Regimen, die ja anders erzogen wurden. Für die ist Kritik gleich ein Angriff. Die haben nicht gelernt, dass eine positive Diskussions- und Streitkultur etwas Gutes sein kann. Die schlagen zu, die stechen zu. Die Gewalt ist äußerst brutal geworden. Das sind Dinge, die kann man heranziehen, um sich bestimmte Verhaltensmuster zu erklären. Aber ich höre sehr, sehr gerne all jenen Experten zu, die selbst Muslime sind, die selbst seit vielen, vielen Jahren in Europa
perfekt integriert sind und die uns tagtäglich den Spiegel herhalten und sagen, wenn ihr, liebe Staaten Europas und liebe Gesellschaften, nicht selbstbewusster auftretet, wenn ihr euch nicht getraut, ganz klare Spielregeln aufzustellen, auch in der Integration zu sanktionieren, dann wird das nicht funktionieren. Und wir haben hier eine Mammutaufgabe, lieber Herr Bassan, Sie lassen mich ausreden, wir haben eine Mammutaufgabe zu stemmen und zu bewältigen. Gut. Und womit beschäftigen wir uns? Mit pinkfarbenen Schaumgummipolstern, mit Genderwahnsinn, mit all solchen Geschichten. Jetzt geht es aber auch ein bisschen im Rahmen dieser Sendung um die Frage, ob wir in Südtirol ein Sicherheitsproblem haben, ob unser Land nicht mehr so sicher ist, wie es einmal war. Herr Staffler, ich habe Sie anfangs bei der Sendung gefragt, ob Sie sich noch sicher fühlen. Sie haben mit Ja geantwortet. Waren Sie selbst auch schon mal Opfer eines Diebstahls oder eines Einbruchs? Ja, ich war auch Opfer eines Einbruchs. Ja, bei mir zu Hause wurde sogar zweimal eingebrochen. Seitdem bin ich vorsichtiger geworden. Seitdem werde ich die Läden schließen, wenn ich nicht zu Hause bin, und bin einfach vorsichtiger geworden. Und deswegen ist es jetzt auch momentan ruhig geworden. Und dennoch sagen Sie, die Sicherheitssituation in Südtirol ist nicht so beunruhigend, dass ich mich jetzt unsicher fühlen würde. Obwohl bei mir persönlich, bei Ihnen praktisch schon zweimal eingebrochen wurde. Ja, genau. Also natürlich immer in der Situation ist man enttäuscht, ist man zornig und man fühlt sich verunsichert, das ist ganz klar. Aber mit der Zeit legt sich das auch wieder und man kann damit umgehen. Es ist ja auch nachgewiesen, dass Menschen, die bereits negative Erfahrungen hatten, so wie es auch in meinem Fall ist, tendenziell sich unsicherer fühlen. Mhm. So wie sich natürlich auch Frauen unsicherer fühlen als Männer, das ist richtig. Und, und es fühlen sich auch Menschen unsicherer, die Obdachlose auf der Straße sehen, das wissen wir auch. Aber das sind Wahrnehmungen, die wir auch berücksichtigen müssen und ernst nehmen müssen. Es geht nicht um die Obdachlosen. Ich glaube, die Obdachlosen sind wirklich vielfach diejenigen, die am allerwenigsten, sagen wir es einmal so, aufführen. Es geht schon, nennen wir die Dinge ganz konkret bei Namen, es sind schon Illegale, es sind jene, die keinen positiven Asylbescheid haben, es sind Integrationsunwillige, es sind Männer aus kulturfremden Kreisen, die nicht integrierbar sind, weil sie ein völlig anderes Weltbild haben, ein völlig anderes Bild von der Gesellschaft haben, unsere Gesellschaft ablehnen. Wir erleben ja derzeit, und damit zusammenhängt, ich unterbreche Sie deshalb, weil ich damit zusammenhängend eine Frage auch einbauen möchte, wir erleben ja derzeit eine Einbruchsserie im Raum Bozen, im Überetsch und auch in Brixen. Mhm. Nun ist es so, dass auch die Polizei bestätigt hat, dass diese Einbrüche da ist von ausländischen Einbrecherbanden. Klar. Erfolg, das ist alles nichts Neues. Was hat das mit Migration zu tun? Es hat insofern. Das heißt, die kommen her, brechen irgendwo ein, stehlen was, dann sind sie wieder weg. Das hat doch nichts mit Migration zu tun. Ja, oder? Die haben ja Leute hier, die haben Verwandtschaft hier. Ich meine, das hängt ja alles irgendwo zusammen. Da wird ja ausgespäht, da wird ein Netz gebildet. Die sind ja bestens ausgerüstet. Sie denken, dass Unternehmen, die ausländischen Einbrecherbanden teilweise mit den Bürgern mit Migrationshintergrund, die schon hier leben. Ja, auch das bestätigt Ihnen die Polizei, wenn Sie nachfragen. Das bestätigen Ihnen sicher viele Menschen, die im Staatsapparat tätig sind und an den sogenannten Sicherheitstischen teilnehmen und so weiter, dass es immer Leute gibt von hier, die natürlich mit diesen Banden zusammenarbeiten. Nicht Einheimische, sondern Menschen mit Migrationshintergrund, die seit längerer Zeit natürlich hier leben. Einbrüche und Diebstähle hat es in Südtirol schon immer gegeben. Ich kann mich selbst noch erinnern, vor 20 Jahren hatten auch wir damals in Südtirol, vor 20, 30 Jahren hatten wir ein großes Problem. Damals wurde unser Land von einer Drogenwelle beispielsweise auch überschwemmt gewissermaßen. Das betraf auch sehr viele Einheimische. Das heißt, Südtirol hatte immer schon irgendwo am Rande auch mit Kriminalitätsproblemen zu kämpfen. Würden Sie sagen, Hans-Peter Staffler, dass sich jetzt das alles zugespitzt hat, dass es sich verschlechtert hat, wie es ein bisschen Frau Uli Meier vorhin so formuliert hat? Oder würden Sie fast ein Zitat vom Ex-Questor aus Bozen, Giuseppe Racca, unterschreiben? Eine Gesellschaft ohne Kriminalität, das ist halt eine Utopie. Gut, das ist sicher richtig, weil es gibt, wie gesagt, es gibt immer schwarze Schafe. Aber was man schon ganz klar ablehnen muss, ist, dass man Kriminalität und Ausländer in einen Topf wirft. Das darf man einfach nicht tun. Wir haben ungefähr 50.000 ausländische Menschen, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen und Sozialabgaben zahlen. Und das sind rechtschaffende Menschen und die müssen wir auch so annehmen. Und dann gibt es natürlich Kriminelle, so wie es auch italienische und die Südtiroler Kriminelle gibt. Und die müssen wir natürlich mit allen Mitteln bekämpfen.
bekämpfen. Das ist ganz klar. Und hier braucht es einfach eine Law-and-Order-Politik, um die Kriminalität als solche einzuschränken. Aber das auf die Ausländer abzuschieben, das lehne ich entschieden ab. Ja, aber derzeit, Herr Stafler, das hat nichts mit Rassismus zu tun oder mit irgendwelchen Erfindungen. Derzeit lese ich halt hauptsächlich, dass unsere Leute Opfer sind von irgendwelchen Übergriffen, die, und wenn man der Täterbeschreibung, die die Questur ausgibt, von Einzelanzeigen und so weiter entnimmt, immer Täter ausländischer Herkunft sind. Folgedessen hat es sehr wohl damit zu tun. Man kann nicht sagen, ich verwehre mich dagegen. Und mittlerweile kommen sehr gut integrierte Zuwanderer zu uns und beklagen sich darüber. Die sagen, ich habe mich angepasst, ich habe die Sprachen gelernt. Ich arbeite, ich zahle Steuern und die dürfen sich benehmen und aufführen, wie sie wollen. Deswegen noch einmal zurückzukommen, diesen Herrn Mansour, diesen Psychologen, den ich vorhin auch zitiert habe als Islamexperte, der macht auch den Vorschlag, dass man darüber reden soll, harte Sanktionen gegen Integrationsverweigerer und eventuell auch über Belohnungsmodelle nachzudenken, wenn Menschen tatsächlich sich so integriert haben in dieser Gesellschaft, dass sie Teil von unserer Gesellschaft sind, dass sie leben, wie wir leben, dass sie die Werte vertreten, dass sie die Gesellschaft akzeptieren und so weiter, dass man darüber vielleicht auch irgendwo Anreize schaffen kann. Seien Sie mir nicht böse, aber ich muss da nochmals nachhaken, würde das auch mit ausländischen Einbrecherbanden funktionieren? Na, die Einbrecherbanden... Einbrecherbanden integrieren, ich glaube, Kriminelle zu integrieren, hat überhaupt wenig Sinn. Aber Integration grundsätzlich würde mich jetzt mit einer neuen Landesregierung endlich einmal interessieren, was Sie darunter verstehen. Und ich wünsche mir wirklich eindringlichst, dass man unter Integration nicht mehr die Vielfalt zu feiern versteht, sondern endlich klare Spielregeln aufstellt. Also die Integration, das beschäftigt natürlich weiterhin die Lokalpolitik. Aber heute wollen wir doch vor allem auch über die öffentliche Sicherheit reden. Hans-Peter Stafler. Es ist auch Fakt, dass ja auch einige von diesem Gefühl der Unsicherheit auch profitieren. Ich denke ganz konkret auch an die Wirtschaft. Verkäufer etwa und Hersteller von Alarmanlagen oder einbruchsicheren Türen und Fenstern haben in den letzten Jahren in Südtirol einen Zuwachs von teilweise 15% verzeichnen können. Frau Mayer hat vorhin auch etwas Interessantes gesagt und das passt hier ganz gut auch zu meiner Frage dann zusammen. Auch wir Medien spielen natürlich eine Rolle. Frau Mayer meinte vorhin, ich lese in den Zeitungen immer, dass es ausländische oder meist, dass es ausländische Täter sind. Glauben Sie, dass auch wir Medien vielleicht manchmal selbstkritisch gefragt auch unverantwortlich vorgehen, indem wir aus kleinen Episoden vielleicht oder Einzelfällen gleich schon eine Titelschlagzeile produzieren? Ich denke, wir haben als Gesellschaft gesamtheitlich eine Verantwortung und wir sollten uns im Wesentlichen bei diesen Dingen auf die Fakten stützen. Und natürlich ist es so, wenn Medien vermehrt über die schwarze Chronik berichten, über Einbrüche und über Diebstähle und dann auch noch die Beteiligung von ausländischen Menschen hervorheben, dass das natürlich wirkt. Das hat eine Wirkung auf die Meinung der Menschen. Und hier haben die Medien selbstverständlich eine Verantwortung, so wie wir Politiker eine Verantwortung haben. Rechtspopulistische Parteien sind eben etwas zu salopp mit den Formulierungen. Und hier haben wir alle eine Verantwortung, um das Thema, das Phänomen auf die Fakten zu reduzieren. So, Frau Mayer, Sie haben gelacht bei meiner Frage. Warum? Weil ich nach wie vor der Meinung bin, wären wir nicht im Zeitalter der Smart-Telefone, würden die Medien nach wie vor verdecken. Und es ist ja so, dass wir nur einen Bruchteil dessen erfahren, was effektiv tagtäglich auf der Tagesordnung ist. Denn die Zahlen sind eines, die können irgendwelche Leute schminken, wie sie gerne hätten. Die Wahrheit ist, viele Menschen zeigen nicht mehr an, weil sie sagen, ich habe keine Zeit, einen halben Tag zu verlieren, um eine Anzeige aufzugeben, wenn dann sowieso nichts passiert. Wo ich hier aber den Appell an die Menschen richten möchte, bitte zeigt an, nicht um Statistiken nach oben zu kurbeln, sondern vor allem, wenn es um Diebstähle geht, das sollte das Diebesgut auftauchen, gefunden werden, mit einer Anzeige bekommt man die Sachen auch wieder zurück, mit Fahrrädern also und so weiter. Anzeige ist natürlich Anzeige eine ist absolut notwendig, ist absolut zu machen. Wir haben es vorhin auch in der Tagesschau gesehen. Jetzt greifen auch vermehrt Gemeinden in Südtirol auf dieses Wiederüberwachungssystem an den Dorfeinfahrten zurück. Herr Stafler, was halten Sie davon?
Ja, die Videoüberwachung kann ein probates Mittel sein, ein gutes Mittel sein, um potenzielle Einbrecher und Diebe abzuschrecken. Und dort, wo es Sinn macht, sind diese technischen Systeme auch einzusetzen. Es ist ja nichts anderes als eine Unterstützung für die Polizei, für die Sicherheitskräfte, die ja für Recht und Ordnung sorgen soll. Mhm. Und denen muss man ja auch die Instrumente in die Hand geben, um ihre Arbeit gut erledigen zu können. Mhm. Sollte man sogar noch einen Schritt weiter gehen, Frau Mayer? Ich denke konkret auch an einige Forderungen politischer Vertreter, die nicht jetzt hier im Raum anwesend sind, aber die auch beispielsweise Bürgerwehren in Südtirol eingefordert haben. Das hatten wir ja auch teilweise probeweise schon in einigen Bezirksgemeinschaften und Tälern. Ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil der Bürger nie rechtlich abgesichert ist, dass er tatsächlich eingreifen kann, dass er tatsächlich, ich kann die Bürger verstehen, wenn sie sagen, ich möchte mich wehren, ich möchte auf mein Haus, auf meine Familie, ich möchte mich schützen, aber vom Bürgerwehren halte ich weniger. Die Videoüberwachung ist in der Zwischenzeit ein notwendiges Übel geworden und all jene, die nach wie vor auch immer wieder mit der Privacy kommen und so weiter, denen ist schon zu sagen, das Stadtzentrum Bozen beispielsweise sind sehr viele Kameras installiert, wenn es darum geht, den Bürger zu schröpfen, indem er vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr hineinfahren sollte, spielt die Privacy keine Rolle. Ich denke, es ist jetzt wirklich vernünftig, dass man in Dorfeingängen, Dorfausgängen und so weiter, gerade wenn wieder Dörfer von Einbruchserien heimgesucht werden, dass man zumindest die Möglichkeit hat, die Nummernschilder zu kontrollieren. Und das muss natürlich, und ich weiß, unsere Bürger haben auch ein wenig Schwierigkeiten mit dem Überwachungsstaat Italien, aber es muss natürlich schon so gehandhabt werden, dass alles seine Ordnung hat und dass effektiv dieses Material nur dann zur Verfügung gestellt wird, wenn effektiv solche Geschichten auch sind. Und ansonsten natürlich müssen die Dinge vernichtet werden. Ist es mittlerweile, Hans-Peter Staffler, so kritisch in Südtirol, dass es gar eine Landespolizei bräuchte? Auch diese Forderung wurde bereits auch im Landtag ganz konkret unter anderem auch von den Freiheitlichen vorgebracht. Ich denke, wir brauchen eine gute Polizei. Ob das eine Landespolizei ist, eine Ortspolizei oder eine, ob das die Staatspolizei ist, das ist sekundär. Wir brauchen eine gute Polizei, die eine gute Sicherheitspolitik umsetzt. Und für eine gute Sicherheitspolitik muss man sich eben auch Gedanken machen. Mhm. Eine gute Sicherheitspolitik, das ist fast schon das Schlusswort, Frau Mayer. Wie würden Sie sich eine gute Sicherheitspolitik so gesehen vorstellen? Im Rahmen auch, bitte beachten Sie auch das, der gesetzgeberischen Möglichkeiten für Südtirol. Ich erwarte mir viel von dieser Landesregierung. Ich erwarte mir, dass wir in Sachen Zuständigkeit, in Sachen Einwanderung natürlich auch die Zuständigkeiten bekommen. Ich erwarte mir, wenn man die Lega selbst beim Wort nimmt, dass man auch in Sachen Landespolizei weiterkommt. Für mich ist das schon wichtig, auch was die Zweisprachigkeit anbelangt, denn ich bin überzeugt davon, dass man vielleicht wieder mehr deutschsprachige, auch ladinischsprachige Bürger für die Polizei gewinnen kann, wenn eine Landespolizei ist, die sich nicht so sehr mit dem Staat identifizieren möchte und dass man effektiv die Kompetenzen hat, eine Polizei auch so auszurüsten, dass sie effektiv zum Schutz der Bürger eintreten kann. Denn das ist derzeit in Italien nicht der Fall. Mit Hans-Peter Staffler von den Grünen haben wir die heutige Diskussionssendung begonnen. Mit Uli Mayer von den Freiheitlichen haben wir sie abgeschlossen. Ich denke, es war eine interessante Diskussion und dieses Thema wird uns mit Sicherheit noch öfters beschäftigen. Wie sicher ist es in Südtirol? Vorerst aber ist einmal ausdiskutiert. Ein recht herzliches Dankeschön, Hans-Peter Staffler, Neo-Abgeordneter der Grünen im Südtiroler Landtag und Uli Mayer, langjährige Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen. Es war, wie gesagt, eine interessante Diskussion. Und hier bei uns im Fernsehprogramm wird jetzt nicht nur weiter diskutiert, sondern informiert. Jetzt geben wir nämlich wertvolle Tipps für Online-Geschäfte und für Beiträge fürs Sanieren. Auch das ist ein interessantes Thema. Ich denke, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen und informativen Fernsehabend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.